Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 2. Oktober 2017? Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und hat einen Einfluss von Stern Saphir. Und dieser Edelstein im Himmel bringt Glück. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und hat einen Einfluss von Sternbild Andromeda und Sternbild Perseus. Andromeda ist die gefesselte Königstochter und Perseus befreit Andromeda. Also es ist wichtig und es wirkt auf unserem Planet Erde Befreien von Zwang und auch die Ängste loslassen, weil oft sollen wir von diesen Gefühlen verabschieden. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und befindet sich im Grenzbereich, weil übergeht jetzt in Tierkreiszeichen Fischen. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Wie wirkt diese kosmische Energie auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wassermann haben Glück, Chancen, Möglichkeiten, unerwartete Ereignisse, Veränderungen, sogar größere Veränderungen gerade im Leben. Ein Gespräch bringt auch Glück, gerade bei die Wassermann-Geborenen. Und die Wassermann-Geborenen sollen das Lebensfreude genießen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Sie sollen alten, verletzten Gefühlen verabschieden, weil das kränkt. Es kommt Einfluss von außen und es betrifft die Liebe, Partnerschaft und es sind noch Unklarheiten oder Klärungen. Vielleicht eine alte Wunde wird aufgerissen. Also sollen die Fischengeborenen zu sich selbst stehen und nicht zulassen, dass jemand sie verletzt. Besonders wenn es um Kontakte geht von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Veränderungen und Umbrüche. Es sind Chancen, Möglichkeiten. Da kommt auch etwas im Fluss, kommt auch etwas in Bewegung. Die Gespräche laufen auch sehr gut und Themen sind bei den Wiedergeborenen Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Und die Wiedergeborenen brauchen gerade die Gleichgewicht, auch wichtig auf anderen zuzugehen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind eine gewisse Unbeweglichkeit da, aber in den kommenden Tagen kommt etwas im Fluss, ein bisschen Geduld noch, dann haben sie auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und Liebe wird in die nächste Zeit ein wichtiges Thema sein bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben gute Handlungen, auch schöne Gespräche, eine gute Nachricht ist zum Erwarten und sie werden in die nächste Zeit um die Finanzen kümmern und haben Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen etwas genau noch anschauen oder überprüfen noch etwas. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen warten auf ein Nachricht und es kommt noch nicht. Und das bedrückt die Krebsgeborenen. Die Termine verlaufen auch nicht nach Wunsch, aber ein bisschen Geduld noch. Wichtige Thema ist auch die berufliche Situation und die Krebsgeborenen möchten Erfolg, Anerkennung und bei einigen Krebsgeborenen hat eine Reise eine Bedeutung.
Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist Thema die Karma. Und hier haben sie neue Aufgaben, neue Möglichkeiten, neue Ideen, neue Wege. Und das gelingt auch, weil das sind schöne Einflüsse von außen. Das heißt, die Löwengeborenen haben das Glück, auch die Unterstützung. Das Einzige, was hindern kann, die Löwengeborenen, wenn sie Angst haben von Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Hobby und Bekanntschaft und Freundschaften. In die kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung und sie werden etwas klar und deutlich erkennen. Auf Täuschungen und Enttäuschungen, besonders in der Liebe, ist zurzeit zum Erwarten, also ein bisschen vorsichtig sein und nicht alles glauben, was man erzählt, sondern die Kontrolle selbst behalten und auch den klaren Verstand, auch wenn es um Gefühle geht. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit. Ein Gespräch bringt Klarheit und kleinere Veränderungen sind möglich. Die Wagengeborenen ist wichtig, die Selbstausdruck, und sie verändern etwas an sich selbst, entweder die Einstellung oder die äußere Erscheinung, eine neue Frisur oder eine neue Mode ist möglich, dass da Veränderungen gibt bei den Wagengeborenen. Sie werden aber wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen wird in die kommenden Tagen etwas im Fluss kommen und es ist Bewegung, es ist Harmonie und da haben die Skorpion geborenen in die kommenden Tagen auch Glück. Auch im Finanzen haben sie wieder Glück und auch bei dem Selbstausdruck. Viele Skorpion geborenen verändern auch etwas in ihren Äußeren. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist die Lilith-Energie spürbar. Und das bedeutet Wünsche, Sehnsüchte, aber davonlaufen, das nicht zutrauen, Angst davon zu haben. Und hier ist sehr wichtig, eine Botschaft für die Schützengeborenen, Vertrauen. Vertrauen, dass sie, wenn sie als Ziel setzen, dass es auch erreichbar ist und nicht ablenken oder ablenken lassen und bitte nicht aufgeben. Es ist ein gutes Energiefeld, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit, das in Form zu bringen, etwas verändern, etwas verbessern in ihrem Leben. Und das ist bei vielen Schützengeborenen schicksalhafte Veränderungen. Sie haben in die letzte Zeit so viel auch mitgemacht, also es ist mal die richtige Zeitpunkt und auch mal gut, dass etwas Gutes auch passiert und auch, dass die Schützengeborenen auch mal Glück haben und gerade diese Zeit erleben sie auch, aber die eigene Unsicherheit oder Ängste oder die Neigung, all das zum Aufgeben, was sie vorhaben, das kann die Schützengeborenen hindern. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein wichtiges Thema Sicherheit, Stabilität, die vertraute Umgebung, die Kontakte suchen oder verändern oder Bewegungen, kleine Reisen oder Besuche zu machen oder eine Einladung, aber auch wichtig, nicht nur die Sicherheit, Stabilität, sondern auch Freundschaften und auch Liebe, Partnerschaft und es kommt auch in Form. Die Gespräche können eventuell unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen, so ähnlich wie die Krebsgeborenen, warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Diese kosmische Energie beeinflusst unser Leben. Diese kosmische Energie ändert sich jeden Tag, sogar jede Stunde. Und jeder Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig. Jede Tierkreiszeichen erlebt das anderes. Es ist trotzdem noch zu allgemein beschrieben. Es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschnittenen anfertigen lassen bzw. berechnen.
und das kann ich Ihnen anbieten. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und dazu kommt noch die Blitzberatungen. Was bedeutet eine Blitzberatung und was kostet das? Oft sind es nur kurze Fragen, was den Alltag betrifft. Sie sind aber auch wichtige Fragen, wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück? Versöhnen wir uns noch? Sehe ich ihn am Wochenende? Kann ich meine Freundin vertrauen? Soll ich die Arbeit wechseln? Oder soll ich umziehen? Und, und. Oder bei Entscheidungen ist ein guter Rat, ist natürlich auch Gold wert. Und dafür sind die Blitzberatungen da. Wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können auch ausführlich Ihre Lebenssituation beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und es kostet pro Frage 10 Euro. Unten bei der Beschreibung, wie ich schon sagte, befindet sich auch mein E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.